Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Douglas Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Motto ist dieses Jahr Christmas Express, deswegen haben wir hier auch diese Lokomotive drauf abgebildet. Und wenn man den ganzen Adventskalender öffnet, haben wir einen Kläppchen-Adventskalender, wo wir auch den Christmas Express sehen und eine wunderschöne Weihnachtswelt. Also das gefällt mir schon mal richtig gut vom Optischen her. Natürlich leider ein Kläppchen-Adventskalender, aber trotzdem 32,95 kostet das Schätzelein. Und ich bin sehr interessiert, mal hineinzuschauen. Wir haben hier sowohl Make-up als auch Skincare, als auch Homespa drin enthalten, als auch Accessoires. Also im Prinzip einmal querbeet das Douglas Eigenmarkensortiment. Und dann schauen wir mal, was der Adventskalender uns 2023 zu bieten hat. Wir starten unsere Reise mit dem Christmas Express am 1. Dezember mit einem Lippenprodukt in der Farbe Rosy Wood. Das sind 3,5 Milliliter und das dürfte ein Liquid Lipstick sein. Schaut einmal so aus. Eine wunderschöne Farbe, die du auch ganzjährig tragen kannst. Auch eine wirklich, also wirklich tolle Farbe, muss ich wirklich sagen. Und ja, eine tolle Nummer 1, oder? Der zweite Halt ist in der Accessoires-Abteilung, wo wir ein Haarband drin finden, das qualitativ ja okay aussieht, also ne, ist jetzt einfach ein bisschen Stoff. Keine Ahnung, wie ich das bepreisen werde, das sehen wir dann, ne? Da suche ich mir natürlich was aus der Homepage raus. Und sowas ist eigentlich super, wenn du dir eine Maske aufträgst oder so, um die Haare aus dem Gesicht zu bekommen oder zum Schminken. Ich habe sowas immer hier und immer unten, also hier habe ich sowas und unten habe ich halt auch sowas mit Öhrchen. Und ja, sehr praktisch eigentlich und ja, passt auf jeden Fall in einen Beauty-Adventskalender. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, wo wir auch das Produkt bekommen, was wir dann verwenden können mit diesem Haarband zusammen, eine Radiance Face Mask, die du nur 3 Minuten drauf lassen musst. 12 Milliliter haben wir in diesem Pöttchen drin und ja, jedes Jahr aufs Neue sage ich euch auch gerne, dass ich dazu gelernt habe vor ein paar Jahren. Ich dachte immer, ja schwierig, 12 Milliliter, es ist irgendwie ein bisschen zu viel für eine Anwendung, wie mache ich denn das wieder zu? Einfach vorsichtig aufmachen und dann kannst du das nachher dann wieder glatt zumachen und dann mit einem Bobbypin, also mit so einer Haarklammer einfach verschließen und dann kannst du das auch noch ein, zwei Tage später verwenden und ja, das soll halt Strahlkraft geben. Finde ich toll, mag ich gerne leiden, kann ich gut gebrauchen. Hier haben wir die Nummer 4. Um diese formschöne Pöttchenmaske aufzutragen, befindet sich am 4. Dezember so ein Maskenapplikator in dem Adventskalender. Der ist aus Silikon. Ich persönlich mag es lieber, das mit einem Pinsel zu machen, aber hiermit bekommst du halt natürlich das maximale Produkt aus dem Pöttchen raus und auf das Gesicht. Also dementsprechend ist es natürlich produktschonender. Am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, erwartet uns ein klassischer Nagellack. Das ist dieser hier und das dürfte auch eine Full-Size sein mit 10 Millilitern. Ne? So ein schönes Kirschrot, Red Pumps, also rote Pumps. Definitiv ein schöner Ton und auch sehr passend in dieser festlichen Jahreszeit. An Nikolaus selber überrascht uns der Adventskalender mit einem fancy neuen Produkt und zwar ist es ein Liquid Eyeshadow in der Farbe Gold. Damit kann man sich 1A so eine Fake Cut Crease ziehen und hier hast du richtig viel Produkt drin, 3,5 Milliliter. Also sehr, 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 sehr cool. Das eifert ein bisschen hier Denissa Myricks und auch Linda Hallberg nach, ne? Und ist auch relativ angesagt gewesen dieses Jahr. Deswegen finde ich cool, dass wir auch ein solches Produkt hier drin haben in einer mega geilen Farbe. Die Nummer 7 enthält einen Handspiegel, den man durchaus gut gebrauchen kann. Ja, ne? Haben wir, glaube ich, jedes Jahr im Adventskalender drin. Das ist ein okayer Handspiegel einfach. Ja, kann man gebrauchen. Die Nummer 8 soll machen, dass es kracht und das macht sie mit einem Produkt, was zwar in einen Adventskalender reingehört, aber wahrscheinlich nicht bei jedem einen Jubelschrei auslösen wird. Douglas Essential Everyday Hand Lotion, aber die ist echt gut, ne? 30 Milliliter sind hier drin und ja. Ich sage auch immer, eine Handcreme in einem Adventskalender macht durchaus Sinn, also in einem Beauty- oder Pflege-Adventskalender, weil wir ja einfach unsere Hände auch viel verwenden, klar, und gerade in der Weihnachtszeit auch sehr trockene Hände haben und dann einfach auch ein bisschen mehr Pflege dort gebrauchen können. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen weihnachtsroten Scrunchie freuen. Finde ich sehr, sehr cool.
ich will nicht spoilern, aber jetzt habe ich zwei und kann mir damit theoretisch so zwei Doppelbands machen, ich weiß es nicht. Ich mag es, dass die, also die Farbe finde ich richtig schön festlich. Ich mag auch die Qualität davon, fühlt sich schön samtmäßig an, ne? Nee, ist ein tolles Produkt und über Scrunchies beschwöre ich mich mittlerweile nicht mehr, weil ich sie echt viel trage. In der Nummer 10 darf es mit einem Nagelprodukt weitergehen und das ist so ein 2-in-1 Produkt, das ist sowohl Base als auch Topcoat, also sehr, sehr passend, können wir gut gebrauchen und ich habe den auch schon mal verwendet und fand den eigentlich ganz gut. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl und sie enthält, ich glaube, Blotting Papers. Kann ich die gut gebrauchen? Wahrscheinlich, weil es ist ja einfach gefühlte 5 Milliarden Grad heiß und da kann ich mir ja einfach jetzt hier mal eins von nehmen. Dann nimmt man die ja normalerweise und legt die sich dann auf die Zonen, die so ein bisschen nachölen vielleicht, ne, und kann das dann so abziehen und das blottet dann, oh, hat mir auch leider ein bisschen Make-up abgezogen, läuft. Und damit kann man dann das Gesicht vorbereiten, wenn man das vielleicht nochmal so nachpudern möchte. Schon effektiv. Also ich fühle mich auf jeden Fall besser. Ich fühle mich weniger sweaty gerade. Zur Halbzeit erwartet uns ein Produkt, was ich so nicht drin erwartet habe, weil ich wusste gar nicht, dass wir auch Haarpflege bei Douglas finden. Ist das neu? Salon Hair Repair and Smooth Shampoo mit Arganöl und Ceramiden für trockenes und strapaziertes Haar, 30 ml. Das finde ich jetzt ja echt klasse, muss ich sagen. Werde ich auch direkt dann mal verwenden, um euch dann auch was darüber sagen zu können, wieso die Haarpflege ist von Douglas. Riecht jetzt nach nicht wirklich was Besonderem. Riecht angenehm, ne? Cool. Mag ich. Die Nummer 13 enthält ein Produkt, was ich richtig gut finde. Und zwar haben wir hier ein Sponge drin enthalten. Und die Douglas-Schwämmchen aus den Adventskalendern habe ich immer gerne behalten, weil die so gut sind. Die sind schön weich, die lassen sich schön reinigen, verblenden super das Produkt. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr den Adventskalender habt, verwendet ihn und ihr werdet merken, was ich meine. Die Nummer 14 enthält ein Produkt, um Make-up zu entfernen. Ein Make-up Removing Micellar Water für Face and Eyes. 30 ml haben wir hier drin. Das ist ein Produkt, was man super verwenden kann als ersten Schritt vom Double Cleansing. Ja, dann kann man sich nämlich das drauf machen, um das Make-up entsprechend abzunehmen und dann nochmal das Gesicht nochmal reinigen. Nochmal läuft. In der 15, da haben wir doch unseren Handschuh drin. Ja, den Peeling-Handschuh. Der darf nicht fehlen, gefühlt. Also für mich dürfte er gerne fehlen, aber er ist nun mal mit drin. Und er wird von vielen auch immer wieder gefeiert, also von daher ist okay. Ich feiere den jetzt nicht so. Ich nehme den halt tatsächlich manchmal ganz gerne, um Sammy zu waschen. Ja. Am 16. Dezember dürfen die Lippen ein bisschen glitzernd werden mit Glittery Pink als Lipgloss. Ja, das kannst du als Topper verwenden, sowas kannst du solo verwenden. Und hier haben wir auch schöne goldene und pinke Schimmerpigmente drin. Ist auf jeden Fall eine fancy Geschichte. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, haben wir eine Pinzette drin, die aber sehr vielversprechend aussieht. Die ist zwar wirklich klein, aber die ist vorne sehr, sehr spitz und auch so, seht ihr das, wie das hier vorne... Ich hoffe, dass die Kamera das auch schön scharf stellt. Finde ich sehr, sehr, sehr gut, wie das aussieht. Also das wird die Wimpern, ach Wimpern, nein, besser nicht, die Augenbrauen oder die Härchen, die halt irgendwo im Weg sind, ne, glaube ich, ganz gut greifen. Ist cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Es ist ein Novum, dass ich erwähne, dass ich Badeprodukte gut finde. Denn jetzt haben wir eine Badewanne, ne? Garden of Harmony, ein Bath Fizzer. Bath Fizzer, genau, eine Badetablette. Ich weiß gar nicht, das riecht unheimlich gut. Und das ist auch der Grund, weswegen der ganze Adventskalender so gerochen hat. Der Wahnsinn. Krass. Nee, steht hier, doch 25 Gramm sind hier drin. Also wirklich, wirklich sehr, sehr angenehmer Duft. Schön, so Orange hast du mit dabei. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, sehr weihnachtlich. Also nicht weihnachtlich, du kannst es auch im Sommer verwenden, aber ich glaube, es ist passend in der Weihnachtszeit, genau diesen Duft in der Wanne zu haben. So. Am 19. Dezember haben wir ein Produkt drin, was, glaube ich, niemand so wirklich verwendet, oder? Falls du das verwenden solltest, schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Damit kannst du theoretisch mit dieser Seite deine Augenbrauenhärchen bürsten und mit dieser Seite kannst du durch deine Wimpern gehen, um sie besser zu trennen, falls du vielleicht ein bisschen zu klumpige Mascara drauf gehabt hast, draufgetragen hast, aufgetragen hast. Ja, ist für mich ein ziemlich oldschool-mäßiges Produkt. Also ich finde es jetzt nicht so geil. Der 20. Dezember löst hier mein Nagellack leider etwas ab. Da muss ich etwas poolen. Da haben wir einen Intense Kohl Pencil von der Douglas Eigenmarke. Also ein Kohl-Kajal. Ja, in Schwarz. Ne? So ein Klassiker. Hast du oft in solchen Beauty-Adventskalendern drin. Und ich glaube auch relativ viele verwenden das. Also ist vollkommen fein.
am 21. Dezember haben wir ein Abschminkpad drin. Ja, verwende ich immer wieder. Ich glaube, das aus dem letzten Adventskalender ist auch ganz normal bei mir in Anwendung. Mag ich gerne leiden, finde ich gut. Und ist auch in dem Preissegment okay, dass da halt nur eins drin ist. Ne? Am 22. Dezember dürfen wir duschen. Und da haben wir hier aus der Homespa-Reihe Villa Bali Relaxing Body Wash mit Sandelholz und Frangipani Duft. 50 Milliliter sind hier drin, das hört sich irre gut an. Also die haben hier wirklich auch neuere Düfte reingepackt. Kann das wohl sein? Oder haben die ihre Duftbeschreibung überarbeitet? Riecht super angenehm. Wirklich, wirklich gut. Mag ich gerne leiden, werde ich verwenden. Am Tag vor Heiligabend ist noch etwas Maniküre erforderlich, denn am 23. Dezember haben wir so ein 6er-Set von Mini-Nagelfeilen drin, die man definitiv gebrauchen kann. Also ich sage auch immer so am 23. Dezember, was für die Hände ist immer eine ganz praktische Sache, weil man möchte auch irgendwie zu Heiligabend ja irgendwie alles on fleek haben und dementsprechend auch die Nägel. Am 24. Dezember erwartet uns quasi ein alter Bekannter, denn der war, glaube ich, letztes Jahr auch mit drin. Volume Obsession, das ist die Mascara von Douglas. Und ja, so eine Mascara haben wir eigentlich sehr, sehr häufig in Douglas Adventskalendern in der Nummer 24. So, wir haben jetzt einmal den Adventskalender ausgepackt. Ich möchte diesen Adventskalender auf zwei verschiedene Arten bewerten, wenn das okay für euch ist. Als jemand, der den Adventskalender schon ein paar Mal häufiger ausgepackt hat, muss ich sagen, wir haben hier ein paar Produkte drin, ich sag mal ungefähr die Hälfte, die einem bekannt vorkommt, einfach von den letzten Jahren. Die andere Hälfte ist aber tatsächlich ein bisschen überraschender. Eben mit so einem Liquid Eyeshadow oder halt auch mit dem Shampoo. Ne? Finde ich richtig cool. Als jemand, der den Adventskalender vielleicht noch nie hatte, also noch nie von Douglas Adventskalender was gehört hat, finde ich, ist das für 32,95 ein richtig geiler Adventskalender, den man vielleicht seiner Tochter oder seiner Mutter schenkt, wenn man einfach weiß, dass diejenige oder derjenige diesen Adventskalender halt auch so feiern würde. Und deswegen ist das eigentlich immer mal wieder, so auch dieses Jahr, auch wenn er teurer geworden ist, eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Was man jetzt nicht unbedingt machen sollte, sich mehrere davon kaufen, weil da sind die Inhalte doch immer sehr, sehr ähnlich tatsächlich, das als kleine Warnung, aber wir sehen ja auf der Homepage auch immer, was drin ist. Aber wir haben ja eigentlich für den Preis einen guten Wert. Und das meine ich nicht nur monetär, sondern halt auch von den Inhalten her. Ne? Dass wir halt auch in dem Sinne Produkte haben, die brauchbar sind und die man auch gerne in der Beauty-Routine so verwendet. Wie seht ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, können wir uns super gerne austauschen. Und dann wäre es das hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Träumchen. Ein Träumchen wäre ein Däumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, genau. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.